Endlich, nach 2 Jahren Corona-Pause, findet eine der größten Veranstaltungen in Mittelhessen statt. 3 Tage Marburg. Und MarburgerInnen erwartet ein buntes Programm. Sport, Musik, Tanz und vieles mehr. Und wir, Campus TV Marburg, sind wie immer am Start und zeigen euch, was das Stadtfest zu bieten hat. Viel Spaß! Wir befinden uns bei Jugendfeuerwehr Marburg und wie heißen Sie? Ich bin der Ivo Hees, ich bin der Stadtjugendwart der Stadt Marburg seit neuem und wir präsentieren uns heute mit der Jugendfeuerwehr in der Hoffnung, dass wir noch ein paar Mitglieder bekommen, auch für die Kinderfeuerwehr. Also die Kinderfeuerwehr geht schon ab 6 Jahren los bis 10 Jahren und dann ab 10 Jahren bis etwa 17 kann man dann in der Jugendfeuerwehr sein und dann, wenn man möchte, in die Einsatzabteilung übertreten. Die Arbeit macht auch bei der Feuerwehr Spaß und jeder kann sich halt da bewerben. Bei uns ist das in Werder ab 10 Jahren. Es ist egal, ob man ein Junge oder ein Mädchen ist. Bei uns ist es zurzeit so, es gibt mehr Mädchen als Jungen. Und welche Aufgaben zum Beispiel müsst ihr erledigen? Also wir bereiten uns auf, ich sag mal, Wettkämpfe vor oder auch FEDV3 machen wir viel. Und wie oft präsentieren Sie sich bei 3 Tage Marburg Fest? Das letzte Mal 3 Tage Marburg ist, glaube ich, auch schon 3 Jahre her, das war vor Corona. Da war ich jetzt auch noch nicht in der Position des Jugendwartes und habe das auch noch nicht mitgemacht. Aber einmal am Wochenende von 3 TM steht hier normalerweise die Feuerwehr. Ja, wir stellen hier Fahrzeuge aus. Also das hier ist jetzt ein nagelneues Löschfahrzeug von der Feuerwehr Werder. Das kam, glaube ich, erst letztes Jahr in Dienst. Und dann haben wir noch von Ockershausen ein GW-Mess. Also damit kann man Schadstoffwerte messen in der Luft zum Beispiel oder es auch als Leitstellenfahrzeug oder Einsatzleitungsfahrzeug benutzen. Ja, und dann haben wir natürlich noch einen Parcours für unsere Kleinen mit Bobbycars, bauen noch Schlüsselanhänger aus alten Schlauchmaterialien und haben noch da hinten noch eine Fallklappenwand stehen, um die Kinder zu beschäftigen. Wie lange sind Sie selbst schon im Feuerwehrdienst? Ich bin mit 11 in die Jugendfeuerwehr gekommen und ja, mit 17 dann in die Einsatzabteilung übergetreten. Und jetzt bin ich 36 und den Rest kann sich jeder ausrechnen. Ich habe bis heute noch Spaß dran, also ich möchte es nicht missen. Was ist das beliebteste Spiel bis jetzt? Am meisten hatten wir jetzt, glaube ich, bei dem Haus da hinten, bei der Kübelspritze. Die Erwachsenen können da dann auch pumpen. Kriege ich das auch hin? Ja. Okay, dann lass uns ausprobieren, oder? Und wir sind hier bei Nahverkehrsgeschichte Marburg e.V. gelandet und wir haben Martin Handel hier. Hallo Martin. Hallo, grüß Gott. Was haben Sie hier heute zu bieten? Was präsentiert ihr? Ja, etwas, was es einmalig hier nur in Marburg gibt. Es ist nicht nur der historische Schlossbus, der im Hintergrund steht, sondern mein Steckenpferd ist vor allen Dingen das kleine Miniaturmodell, was ich hier versucht habe, in dieser kleinen Vitrine ein bisschen zu präsentieren. Es sind nicht alle Busse vorhanden, die mal in Marburg unterwegs waren. Das schafft man zeitlich oft auch nicht. Aber was so interessant ist, das zeigt hier die Vitrine, vielleicht auch die untere Abteilung. Da ist eine Präsentation von Schlossbusmodellen, die seit den Anfängen hier in Marburg unterwegs waren. Das wäre zum Beispiel der erste Schlossbus in Marburg, der überhaupt zum Schloss hochgefahren ist in den 50er Jahren. Dann kam unser Schmankerl, der hinter uns steht, im Jahr 69 dazu. Eine kleine Nachfrage, machen Sie diese Modelle selbst? Die Bastelarbeiten. Es gibt Modelle, die kann man als Grundmodell kaufen, aber bei vielen Modellen muss man dann mit Bastelmesser, Spachtelmasse, Farbe etc. noch ein bisschen mit Hand anlegen. Das kann eine Stunde dauern, aber es kann auch einen Monat dauern. Und wenn man überhaupt keine Zeit hat, dann dauert das schon mal ein Jahr. Gibt es noch weitere Modelle? Das sind dann die Modelle von den Anfängen der Geschichte. Das ist also kein Bus, das ist ein Pferde-Omnibus. Dann ging es dann weiter mit den ersten Pferdestraßenbahnen. Dann kam dann die elektrische. Dann kamen die ersten Dieselbusse. Das war dann in den 50er Jahren. Die U-Bus-Ära ist hier kurz dargestellt. Die endete 68. Dann ging es weiter mit verschiedenen Dieselbustypen, von Mercedes über Magirus, weiterhin zu moderneren, auch teils Niederflurfahrzeugen.
weil ja das Einsteigen über 3 Stufen zu beschwerlich wurde. Und dann hat man sich darauf geeinigt, mit Niederflurwagen eben nur noch 1 Stufe gehen zu müssen. Ja, das ist so der kleine Überblick über das, was ist und was noch kommen wird. Das werden wir beim nächsten Mal sehen. Womit beschäftigt sich das Verein momentan? Was sind eure Zukunftspläne? Unsere Zukunftspläne sind erstmal, dass dieses Originalfahrzeug wieder aufbereitet wird, um dann ab nächsten Jahr renoviert wieder Fahrgäste durch die Oberstadt fahren zu dürfen.